Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, Entschuldigung, sehr geehrte Frau Bundesministerin, und in Anbetracht der recht zahlreichen Grußworte erlauben Sie mir, sagen sehr geehrte alle anderen Ehrengäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Strohschneider, es ist uns eine ganz besondere Freude und Ehre, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft unsere Einladung angenommen hat und anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der Wiedereröffnung der Mainzer Universität im Jahr 1946 die diesjährige Mitgliederversammlung hier in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt abhält. Herzlich willkommen. Bereits im Jahr 1477, kurz nach der Entwicklung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern, Sie haben es angesprochen, durch den wohl berühmtesten Sohn der Stadt Mainz, Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg, wurde die Mainzer Universität gegründet. Nach mehr als 300 Jahren erfolgreichen Universitätsbetriebs, der bereits in ähnlicher Weise unter Finanzierungssorgen litt, wie das heutige Universitätentun, kam der Lehrbetrieb um 1800 herum infolge der Napoleonischen Kriege zum Erliegen. Und rund 150 Jahre später, unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde durch die französische Militärregierung in einer Wehrmachtskaserne am westlichen Stadtrand der fast vollständig zerstörten Stadt Mainz die Universität wiedereröffnet, nun unter dem Namen Johannes Gutenbergs. Eine Universität, zum damaligen Zeitpunkt ausgestattet mit dem besonderen politischen Auftrag, Orientierung zu geben in einer orientierungslos gewordenen Gesellschaft und über die Wissenschaft Brücken zu bauen hin zu den europäischen Nachbarstaaten, mit denen das Land bis kurz vorher noch in erbitterten kriegerischen Auseinandersetzungen lag. Gerade angesichts der in meinen Augen eher rückwärtsgewandten Brexit-Entscheidung des englischen Volkes vor 2 Wochen bietet der Blick auf die Bedingungen der Wiedereröffnung unserer Universität Gelegenheit, sich vor Augen zu führen, wie wenig selbstverständlich das friedliche europäische Miteinander der letzten 70 Jahre in Wirklichkeit ist und wie wichtig ein engagiertes Eintreten für die europäische Idee ist und bleiben wird. Aus den in den Trümmern des Zweiten Weltkriegs errichteten Universität der ersten Tage ist in den letzten 7 Jahrzehnten eine der großen deutschen Universitäten geworden. Eine Universität, die als Volluniversität nahezu das gesamte akademische Spektrum abbildet, inklusive einer großen universitären Medizin und ganz besonders in Mainz einer Kunsthochschule und einer Musikhochschule. Letztere haben einige von Ihnen gestern Abend kennenlernen dürfen. Eine Universität, die sich bewusst ist, dass sie angesichts der wachsenden internationalen Konkurrenz in der Forschung nicht in all ihren Wissenschaftsgebieten ganz oben mitspielen kann und die daher klar definierte Schwerpunkte setzen muss. Dass dies gelungen ist, zeigen derzeit nicht nur 14 Sonderforschungsbereiche, sondern auch ein Exzellenzcluster im Bereich der Kern- und Teilchenphysik und eine Exzellenzgraduiertenschule im Bereich der Materialforschung. Es ist eine Universität entstanden, die sich in den vergangenen 10 Jahren auf einen neuen Weg der Hochschulsteuerung eingelassen hat, der die Nachteile der alten deutschen Gremienuniversität genauso überwindet wie die Fantasie einer allzu mächtigen Hochschulleitung, die bei klarem Bekenntnis zur Partizipation auf Expertenwissen in der Hochschulsteuerung setzt. Mit der Gründung des Gutenberg-Forschungskollegs als einer Vereinigung exzellenter Forscherinnen und Forscher unserer Universität und der uns umgebenden außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die dem Kolleg aufgrund ihrer individuellen Leistungen angehören, wurde eine Institution geschaffen, die gleichermaßen strategische Beratung leistet für das Präsidium und den Senat der Universität und durch die Vergabe von Forschungsprofessuren in eigener Verantwortung individuelle Exzellenz fördert. Es ist eine Universität entstanden, in der sich Lehre aus der Forschung speist und Lehre den gleichen Stellenwert beigemessen bekommt wie die Forschung, was nicht zuletzt in der Einrichtung eines Exzellenzkollegs für die Lehre seinen Niederschlag gefunden hat. In diesem Gutenberg-Lehrkolleg arbeiten exzellente Lehrende an Strategien zur Weiterentwicklung universitärer Lehre und sind ähnlich dem Forschungskolleg in die Lage versetzt, individuelle, innovative Lehrprojekte auch finanziell zu fördern. So gibt es bei uns neben dem Forschungsfreisemester auch ein Lehrfreisemester, also die Freistellung von der Regellehre zur Erarbeitung und Erprobung neuer Lehrkonzepte. Und mit einem Dies Legendi gibt es neben dem Dies Academicus seit Jahren einen Tag im akademischen Leben der Universität, an dem besondere Leistungen in der Lehre vorgestellt, honoriert und gefeiert werden. Dass die Johannes-Gutenberg-Universität bereits vor 5 Jahren die erste deutsche Hochschule war, die systemakkreditiert wurde, sei an dieser Stelle hinzugefügt. Seitdem werden Studiengänge durch unser eigenes Qualitätsmanagement akkreditiert.
in meinen Augen ein Rückgewinn an universitärer Autonomie, der weit über manche gefeierte Hochschulgesetznovellen hinausgeht. Neben dem Forschungskolleg und dem Lehrkolleg werden auch die Anliegen des wissenschaftlichen Nachwuchses an unserer Universität an prominenter Stelle wahrgenommen und formuliert. Seit 2 Jahren haben wir die Struktur unserer Exzellenzkollegs durch die Einrichtung des Gutenberg-Nachwuchskollegs vervollständigt. Hier kommen etablierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Karrierephasen des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses, um gemeinsam wiederum strategische Diskussionen zu führen und gleichzeitig die vielfältigen Unterstützungsmaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs kritisch zu hinterfragen, gezielt weiterzuentwickeln und zu ergänzen. Dass wir kürzlich das EU-Siegel Human Resources Excellence in Research erhalten haben, zeigt die Verbindlichkeit unserer Maßnahmen zur Unterstützung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Die Johannes-Gutenberg-Universität sieht sich daher 70 Jahre nach ihrer Wiedereröffnung gut aufgestellt für die Herausforderungen, die vor ihr liegen. Wir haben mit Freude die politischen Entscheidungen von Bund und Ländern zur Fortführung der Exzellenzinitiative als Exzellenzstrategie und zum Nachwuchspakt zur Kenntnis genommen und bereiten uns darauf vor. Wir tun dies gemeinsam mit einer in den vergangenen Jahren gewachsenen Zahl außeruniversitärer Forschungsinstitute in Mainz und nicht zuletzt gemeinsam mit unseren Partnern in Frankfurt und Darmstadt, mit denen wir unter dem Dach der Rhein-Main-Universitäten inzwischen auch formal eng verbunden sind. Wir lernen dabei von unseren Kollegen in den großen Wissenschaftszentren und nehmen zur Kenntnis, dass uns zwar mit dem Rhein eine Landesgrenze trennt, dass andererseits aber die Wege zwischen unseren 3 Standorten deutlich kürzer sind als beispielsweise in den Metropolen Berlin oder München. Meine Damen und Herren, ich heiße Sie nochmals herzlich willkommen und wünsche uns gute Diskussionen in der morgigen Mitgliederversammlung. Gleichzeitig wünsche ich Ihnen, dass Sie neben der Arbeit auch ein wenig Zeit finden, die interessante 2000 Jahre alte Stadt Mainz ein wenig kennenzulernen und ihre kulturellen und auch kulinarischen Schätze zu genießen. Nochmals herzlich willkommen.